Jo Leute und willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins mit dem Maximilian. Guten Tag und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge South Park. Wir bleiben mal bei dem System, dass wir beide gleichzeitig aufnehmen. Vielleicht ist das ja irgendwie, ja, vielleicht ist es ja gut, man weiß es noch nicht. Mal gucken. Beide in den Brand stecken. Ah, und ich habe jetzt, man kann übrigens bei Assassin's Creed halt auch, wie bei einem Uplay-Spiel, über dem Shop so Sachen freischalten, so Waffen und so. Habe ich jetzt auch mal herausgefunden, wie man die abholen kann. Hat ein bisschen länger gedauert, musste man im Hauptmenü einfach unter Shop. Das war eigentlich an sich keine schwierige Sache. Alles klar. Oh. Also ich bin jetzt bei Tweak, dann können wir direkt auf Mission hier weitermachen. Ist doch auch super. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee. Gut. Tweak? Tweak! So. Have you picked up the fresh local ingredients? Wenn die Quest Ende der Schlange. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Ende der Schlange. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Unattended. Like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? Alter. Ganz gut Schlange hier. Oh ja. Nice! Gestreifte Strohhalme. Wollte ich das immer. Gestreifte Strohhalme. It gives you that edge you need to stay focused at school. Kann ich hin. Eigentlich. Die Audio jetzt auch wieder ein bisschen runtergedreht. Jetzt müsste der Max auf jeden Fall sehr gut hören können. Endlich mal. What's this? Huh? Now? The guy thinking now? Look at the wheel. It's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you! Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Post Alexandria, ich komme. Ja, ja, komm, mach ich. Alles gut. Okay, heißer Kaffee. Geh zu Kennys Haus und frage Kennys Mann wegen der Lieferung. Okay, dann gehen wir jetzt zu Kenny. Also Kennys Mom. Wie kennt sie nicht? Kennst du? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, ich hab das Ziel lokalisiert. Da sind wir und Kenny wohnt. Ganz das hier ist, glaube ich, Craig. Naja, wo ist Kenny? Wo wohnt Kenny? Nicht doof? Ach, hier, nee, das ist mongolischer Rindfleisch. Und dann Ende der Welt und Kelly. Das hier ist Kelly immer noch. Family. Bei ach, der da Kelly unten. Family, Max. Ach, du meine Güte. Bei der Kelly Family. Vergiss hey. Nicht. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! You know, Al Gore, I'm super important. All right, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with... Manbear Pig! Ja, mein Gott. Yes, the Manbear Pig. Was soll ich sagen, Leute? I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location so premium, specified on the Manbear map. Uni war trotzdem ganz okay. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. Anna hat gesagt, man hätte mir gar nicht angesehen, weil ich müde wäre. I'm super serial. Hurry! We must know if Manbear Pig is here or not. You looking for a fight? Oh, ihr wollt kämpfen? Ja, dann bitte. Jetzt sind die Elfen wieder platt gemacht. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. So, hier erstmal hoch. Bam. Warte, das hat auf einmal mit dem Hammer drauf. War's das? Ja, Angriff erhöht. Okay, der kontert jetzt. Also müssen wir den Bogen angreifen. Oder wir kommen mit dem jetzt weg. Okay, das kann was. Nicht gut zu wissen. Hammer, der gerecht auf den Elb. Der schreit das ja dann. Ach, schade. Oh, I'm sorry. Oh, oh. Easy. Hey, I'm lucky. Oh mein Gott. You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you.
machen, plündern wir die Süßen wieder. Oh mein Gott, ich bin gerade in einer richtig beschissenen Situation. Hey, you kids, wanna see a movie? Oh, that's right, you can't, cause it's rated R and it's too mature for you. Mein Gegner. Hier kommen mit dem Timmy-Ding fahren. Wo müssen da hin? Also fahren wir hier hin zu Cartmans Haus. Genau. Seht ihr gar nicht. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Um ein Haar wäre ich hier gerade fast richtig hart im Arsch gewesen. Leider nur ganz knapp, ne? Ohne Witz, das war knapp. Halt ich erstmal den Boy hier aus. Nee. Wie schieße ich jetzt, Mann? Werde ich bestimmt irgendwann noch lernen. Nee, nee. Denkst nicht? Nee, denk warte, nicht. Irgendwann. Hast du gerade in die Hose geschissen? Nee, leider nicht. Okay. Red hey jetzt. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Sitzt ihr einfach nur mit Unterhose auf dem Sofa, ey. Der gönnt sich. Machst du auch immer im Real Life? Tu mal nicht so. Nur im Bett. Hast du eine Hose an? Ist ja lame. Okay, Leute, das hat jetzt keiner gehört. Das wollte auch keiner hören. Was? Gern so ein Haupttierbogen hätte ich gern wieder mal. Ja, weißt du, den kann man schön viel klauen, ist auch mal schön. Was ist hier noch? Okay, das ist die Person im Schrank. Wer kennt die Folge nicht? Denn hier ist so eine fette Armbrust, ist ja mal geil. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd! Reagieren? Okay. Leute, ich kann mit der einfach schießen. What the fuck? Sammelobjekt, Team Pokémon. Ist das hier? Schweinebärmann-Sensor. Brief an Craig, Tweaks Abholauftrag und Unterhosen. So, woher hab ich die zwei Unterhosen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Kann ich von hier weggehen? Hallo? Ah. Jetzt gedacht. Yay, ich hab schon drei Unterhosen. Das ist ja echt krank. Der Unterhosensammler, wie Style ist halt. Du bist der Unterhosensammler. Ja, mach ich auch in Real Life. Ja, ich weiß. Du musst dich ja verstecken. Wirklich, ist okay. Ich hab's nicht geschafft. Machen wir nochmal. Der Unterhosensammler MB Stylo Manticus. Dann gehen wir wieder raus. Wie viel Damage mache ich dem? Mit einem Hit? Lol, gar nicht viel. Wenn ich den von oben Attacke reinlöte, gehen seine Männer auf mich los. Im Moment kein Bogen, der die One-Shot kann. Nicht kacke. Ganz ehrlich sagen. Was macht der Bogen? Oh, du kannst. Welcome to the neighborhood! Bleib mal unten. Cool. Wenn ich dir jetzt, wenn ich jetzt einen Luftattentat hat. Jetzt ein Luftattentat auf den Ausübungen, nicht Gott. Alles klar. Kennst du das, wenn du von einem kleinen nein. Jungen den Schneemann kaputt machst und er dann sagt, du bist ein richtiger Held, du hast den bösen Schneemann getötet, wir sind jetzt Freunde? Ja, kenne ich. Standard, ne? Ja. Alter. Kennys Haus ist so ranzig, oh mein Gott. What? Oh, this isn't for haben die mich jetzt echt verloren? Lol. Easy. Der Ärger hier. Das ist gut. I told you to go see the nice people renting the room behind the garage. Okay, chill. Yeah, we got the package for Tweet Coffee.
Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh, shit. Hier, boah, fress mein neues Schwert. Oh, lol. Boah, ganz gut. Als ob ich jetzt gegen diese Junkies kämpfen muss. What the fuck? Zack, zack. Oh mein Gott, ist das Schwert OP. RIP. Ich muss immer Juden-Jitsu machen. Ach, dein Juden-Jitsu. Ja, erstmal den ersten betäuben. Alter. Wer kennt's nicht? Gerade vor das Unwetter auf einmal. Wie ging das nochmal? Oh Gott, ich vergesse, wie das ging. Ja, Alt-F4. Echt? Ja. Alter, die hauen zu mit ihrem Glas. Okay, davon geht nichts mehr. Der ist noch verwirrt, also K.O. ein bisschen. Oh, erstmal die Junkie-Frau weg, ey. Ich muss kurz mal das Fenster zu machen, ey. Ich höre jetzt gerade ein richtiger Sturm. So. Das so. Dann hauen wir die Olle jetzt hier erstmal K.O. hier. Bartas, hau weg! Hau sie weg, Mann! Bam! Und die Junkie-Frau ist schon mal weg. Ich hab grad einen mit einer Feder getötet. Na ja, normal, oder? Mach ich auch immer, aber nur montags und dienstags. Bam. Der hat noch 20 Leben und Bartas finisht ihn wieder. Boah. Gedreckt. No. Oh, oh, oh. Abwehr verringert und Bartas. Komm, du hast 3 Leben. Wenn du verkackst, dann bist du tot. Wow. Am besten haust noch mal drauf und er ist weg. Er ist weg. Max, der Kenntnis war gerade zu krass, sorry. Hä? Ist halt so. Er hat halt, wenn er 3 Leben hat und dann verkackt, wird er nochmal angegriffen und weggesund. Gesundheit. Okay, was soll denn jetzt hier genau ab? Was ist das hier, Alter? Oh mein Gott, das ist ein Junkie-Laden. Oh, kann man hochklettern? Boah, 6 Schlafpfeile. Geht man hier lang? Ach so, kommen wir zu der Küste. Das läuft. Trägerhemd. Oh, wieder Holz. So, willst du hier gerade irgendwas machen? Quest? Heißer Kaffee. Du suchst jetzt drüben nach dem Paket. Ah, okay. Dann suche ich halt nach dem Paket. Ah, im Kühlschrank bestimmt, oder? Nein. Kühlschrank? Er hätte doch sein können, könnte ich mir vorstellen. Was für ein Paket suchst du denn? Das ist im Kühlschrank vermutlich. Das ist so ein Kaffeepaket. Ja. Ah, da ist es. Tüte. Ein Kaffeepaket. Ah, nee, das ist Crystal Meth. Okay. Gut zu wissen. Die Speziallieferung für den Kaffee ist Crystal Meth. Ja, wer kennt's nicht? Crystal Meth. Meth. Jetzt muss ich gegen einen Obdachlosen ankämpfen. Der hat mich schon angegriffen. Was er lang geht, auf einmal war der böse. Boah, ja, der hat viele Leben, ey, das ist krass. Ich hab noch keinen Schlafpfeil ausprobiert. Gibt's da eigentlich sowas wie Berserkerpfeil? Irgendwann bestimmt. Boah, der hat aber echt viele Leben. Muss mal gucken. Sich selbst kann er nicht brennen, schade. Und Butters! Bam! Nach 100 Leben, die Hälfte ist schon weg, ey. Mensch, man schmeißt doch keine Kinder mit einer Glasflasche ab. Das hast du gelernt früher, Mann. So, nächste Runde ist er down. Ach, er trägt erstmal einen Trank, womit er seinen Angriff erhöht. Das freut mich doch. Ey, jetzt mach ich gar keinen Schaden mehr gegen den Typen. Scheiße, was soll ich machen? Ah ja, es gibt sowas wie Berserker-Pfeile. Das sind nur keine Pfeile, sondern eher so ein Gift, weil ich den initiieren muss. Okay. Ja. Ruf ich mal wieder, Max. Bartas ist down. Okay, wird also ein Kampf zwischen ihm und mir. Müssen wir mal die Schleuder auspacken. Gut, Alter. Kampfschleuder. 18 Schaden machen die nur noch. Ey. Das kann echt ein schwerer Kampf werden. Voller Papp. Headshot Kick. Ich mach 10 Schaden gerade pro Angriff, der hat noch 52 Leben. Wie viel Schaden macht der dir? Und wie viel Leben hast du? Also, er macht mir ungefähr 80 Schaden. Ach du meine Güte, warte. Nehmen wir mal einen kleinen Gesundheitstrank. Was ist?
Ach, das sind Gegner, die hier rumgammeln. Ach so. Oh, ich bin auch im Sperrgebiet los. Nee. Und auf einmal ganz alles los. Sagt denn jemand, dass die Abwehr verringert wird? Ah ja, das ist gut, wenn er nur die Flasche macht. Macht gar keinen Schaden. Warum ausgekontert? 30 Leben hat er noch. Und seine Rüstung ist so hoch, Mann. Er braucht noch 3 Angriffe, das ist so mies. So, hoffentlich. Okay, ich hab noch 7 Leben. Abstechen. Dann nehmen wir erstmal nochmal. Erstmal nochmal einen Snickers zu. So, 2 Angriffe noch, dann ist er weg. Wir nehmen lieber nochmal einen Gesundheitstrank. So, nächste Runde ist er weg. Ganz locker durchlaufen. Ach, verkackt, aber egal, jetzt ist er down. Und putz. Boah, das war mein Kampf, du. 200 Leben mit 40 Rüstung ist mir echt noch ein bisschen zu viel, du. Ist hier hinten irgendwas jetzt? Was ist denn das da? Geld, benutzte Spritze, Bündel, beschissenes Abzeichen und eine zerzauste Perücke. Das ist ja toll. Ah, jetzt habe ich das Ziel auch mal lokalisiert. Da sind die Ratten. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oder zurück eher. Können wir wieder zu Tweak gehen. Timme! Ach ja, ist das schön. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not reden. A sufficient age. Oh, bin ich jetzt vorbeigelaufen. Ich bin einfach. Aber kann ich irgendwie. Ne? Jetzt müssen wir weg. Oh lol, nicht dumm. Oh mein Gott. Das war von 1 bis Dummheit. Dummheit zum Quadrat. Lol, die haben mich verloren. Ah ne, scheiße, haben sie doch nicht. Halt auf, ihr seht mich gar nicht. Ihr seht mich gar nicht. Where is today's delivery? Right here. Yep. Delivery, ihr wisst. Lol. Alright, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Ich hab Kacke gebaut. Fresh grinds of our all organic tweak blend. Made with the falschen Leuten eingelassen. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Alter. Okay. Haben wir noch Tweak und noch Track wollen. 12 Freunde. Vorteil verfügbar. Super. Guck mal direkt mal nach, was gibt's denn hier noch? Wirkt mehr Schaden. Ja, es gibt hier sowas wie Facebook, sag ich mal. Dann haben wir mit Nahkampf. Ja, schon wieder. Nahkampf für mehr Schaden. Maximale MP ist auch gut höher. Wiederbelebung. Die Gegner, what the fuck? Das ist cool. Mehr Schaden. Okay. Aber das hier dann im Nahkampf macht mehr Schaden, das hört schon gut an. Nehmen wir das mal. So, Fähigkeit. Ne, können wir nichts machen. Magie ist auch noch nichts. Jetzt machen wir mir ganzen Ausrufezeichen weg. Puppen, kann man alles verkaufen. Brille. Okay, nee. Wieder weg damit. Die Gasmaske muss man wieder weg. Gasmaske? Was? Okay. Bin frei ich eigentlich. Junge, ich brauch sowas, hallo? So, haben wir jetzt mal einen schönen Bart, machen wir uns jetzt. Super. Wer da aussieht, oh, das kann ich verbringen. So, wähle die Farbe mit der Maus und. Ne, komm, lass mal den Zauberbart erstmal weg. I know you aren't supposed to give money to Pam Pam, but this. Oh, das war dumm. Ja, kacke gebaut, Max. The stick is ours! I'll probably not be able to steal any carrots in Philip movie. Was mach ich nur? Keine Ahnung. Okay, wir sind da. Wir müssen jetzt nach da unten. Genauso können wir hier. Ja,
Erstmal durch ein Haus schleichen. So, jetzt kämpfen wir. Hallo. Sorry, but we can't be friends until you have your friend. Stimmt, ja. Ah. Ich versuche das Gebiet ja nicht. Hier wohnt Jimmy. Ah, hier endlich mal wieder eine offene Garage, das gefällt mir. Schöne Tasche, was ist drin? Heiltrank, Wasserballon, viel mehr. Oh, okay. Okay, da war erstmal eine nackte Frau. Der Leiter. So, wieder ein Klumpen Scheiße mitgenommen. Och, der arme Junge. Was können wir hier machen? Ballon kaputt machen, das war's aber auch schon. You looking for Craig? Well, he can't play, he's in detention. Nach da oben. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Kehre zu Cartman zurück. Was, haben wir hier unten noch eine Mission vielleicht? Warte, easy. Da ist die Schule, hier ist der Schweinebärmann. Dann können wir jetzt zu Cartman zurückgehen. Okay, dann gehen wir zurück zu Cartman. Das wird ein langer, langer Weg. Ah, hier ist der. Lol, ja, wahrscheinlich. Hier will ich auch mal einen Schlüssel verstecken. Und, was sehen meine schönen Augen da? Ja, kann ich schon eine Distanz auf drauf schießen, sag mal, wie ich sie benutzen kann. Da steht Schießen jetzt, ja. Ja, ich will aber schießen, so irgendwie. Ich hab doch einen Bogen hinten drin, hol den mal raus. Also Leute, ich glaube zur nächsten Folge gucke ich mal nach, wie man das, wie man den Bogen jetzt hier in der Welt einfach so benutzt, weil. Ja, keine Ahnung, klappt so nicht, ne? Oh Mann. Max. Ja, ist halt das Problem, wenn man nicht mit dem Torler spielen kann. Aus irgendeinem Grund. So, jetzt gehen wir wieder zum großen Markus Cartman zurück. Reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Ach, hier hätte ich auch reingekommen. He's in detention. What? Oh, Lord. He flipped off the principal, so he's in detention ich again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Oh. Fähigkeit freigeschaltet. Super. Ich mal gucken, wir könnten entweder mal Schaden nicht erleide. Weil ich muss jetzt mal. Kann ich das ja auch schon erleuern? Nee. Erhöht den Schaden meiner Schleuder, die benutze ich irgendwie mehr als das andere. Can't talk! Need to practice! You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight. Oh, das Farting hatte ich eigentlich nicht vor. Right. Aber jetzt ist es so. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bowels, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bowels is not cool. You understand? Alright, then let's begin your training. To conjure dragon shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Let it rumble inside you and dragon shout. Alter. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout. Now you. Ready? Dragon shout. Okay. Link, find the frequency. Hold. Hold. Was ist das für ein Berserker, lol, alles. Direkt, Junge.
My God, that was incredible. Senor. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Alter, ist could it be that behindert. The prophecies are true? Could it be was that ist the dragon is coming last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Da lädt man einen Furz auf und macht eine richtige Welle raus. Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Ja, denke ich auch gerade. Das ist echt cool. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören? Leute, hört mal auf mit Pfeil und Bogen auf mich zu schießen. Das wäre richtig ehrlos. That was fucking hilarious. Lol, easy. Weggerickt. That was fucking awesome. Sind jetzt hier gerade echt alle tot? Nee. Oh, lol. Ja, in dem Moment sehe ich den anderen. Und dann tötet er mich. Ei. Bin gestorben. Ich bin mir den Palast anlegen. Ist das vielleicht nicht so klar? Naja, egal. Eigentlich, was ich versprechen musste, dass ich niemals auf die Eier von jemandem putze. Okay. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Kenny ist Begleiter freigeschaltet, das hätte. Okay, wir müssen jetzt. Da können wir hin. Die Mission zwar. Wir gehen direkt. Machen direkt die Hauptmission weiter. Ich mach erstmal die Hauptmission jetzt. Hauptmission ist immer gut. Leute, ich wollte gerade auf dich drauf springen und auf einmal hast du mich irgendwie runtergestoßen. Max, finde ich nicht gut. Sorry. Was soll das? Ja, was soll das? Drück P, um zwischen Begleiter zu wechseln. Nehmen wir mal Kenny mit, komm. Leute. Ja, ich weiß, dass der im Badehaus ist. Ja, deswegen auch dahin, ihn abzumuxen. Okay. Langsam qualvoll. Hey, hab ich doch eine Hupe. Wieso konnte ich nicht eben hin? War ich ja doch eben noch nicht, Mann. Kaputt machen. Oh, jetzt ist hier Feuer. Komm ich da noch nicht hin? Ich muss irgendwie meine Kraft aufladen hier. Bin ich jetzt? Ja, okay. Bringe ich den noch eben um, betreten. So, ab ins Badehaus. Oh, das wird eins zu weit. Bisschen schwimmen. So. Blau-grüne Farbe, also kann ich jetzt blau-grün färben, gell? Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no. So, ich bin jetzt vor der Schule. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? I see only Duff and Kay. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Enjoy your popularity in one find your own pit of despair. That's not very goth. Ganzen Goth-Kinder hier. Im Badehaus einfach so rumklettern. Jetzt weiß ich, wie ich den töten kann. So. Hier lang. Aber genau an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, das war es dann jetzt auch mit der ersten Folge, mit der ersten, ne? Bei mir schon mit der zweiten ersten. Folge bei mir. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, easy. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.